Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Let's Play angezockt der Space Marine und wir werden uns da noch immer mit dem Trupp treffen. Wir werden da jetzt Informationen besorgen über die Batterie. Ja. Erreichen Sie die Truppenkameraden Leonardos und Sidonus. Okay, wir starten da durch und schauen uns da gleich einmal um. Wir haben ja Zeit. Das ist ja ein kleiner Überblick über das Game. Bemerkenswert. Ein paar hundert gegen eine Million Orks. Und sie kämpfen weiter. Nur im Tod endet der Dienst. Ja, die Jungs sind so hart drauf. Ho, 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 ja. Was? Nein. Was? Weg! Meine Beine. Ich spüre meine Beine nicht. Ich durfte noch einen Space Marine sehen. Gott Imperator, wache über jene, die in deinem Namen kämpfen. Aha. Ja, interagieren mit den Jungs ist eigentlich nicht so das, was das Spiel kann, aber ich glaube, da geht's ja auch nicht so darum. Ja, Jungs, ihr seid echt heftig drauf. Ja, dann laufen wir mal zu. Da überall. Das muss doch eine schlechte Reihe gewesen sein. Dann laufen wir mal. Ins nächste Verderben. Das sieht alles so nach einem Hinterhalt aus. Und schon beginnt's. Captain, ich bin bei den Wachlinien und einem Monument in Stellung. Monument da hinten? Schaut das so aus? Ja, dann gehen wir dorthin. Noch ein kleiner... Boten müssen erreicht werden, trotz der Alien-Invasion. Säumnisse sind ein Affront im Maschinenbot. Aha. Zeit zu sterben, Menschen! Oh oh. Was war jetzt? Sergeant, wie ich sehe, haben Sie eine Beschäftigung gefunden. Keine Sorge, Captain. Ich habe Ihnen ein paar Orks übrig gelassen. Du bist so nett. Die Orks verteidigen das Geschütz sehr gut, keine Frage. Aber typisches Ork-Verhalten wäre, das Geschütz zu zerlegen oder zu zerstören. Und sicher nicht, um es gegen unsere Männer einzusetzen. Dahinter steckt eine Strategie. Ihr Anführer ist kein Narr. Dieser Tag wird langsam interessant. Ich sah den Ork während unseres Sprungs zur Oberfläche. Das ist wohl das Ork-Schiff, das hier abgestürzt ist. Hat er überlebt? Wenn die Horde sich nicht selbst bekämpft, wird sie noch von ihm geführt. Neues Einsatzziel, erreichen Sie den Kommandobunker. Kettenschwert freigeschaltet. Das MK-11 Höllenzahn Kettenschwert ist die Nahkampfwaffe der Wahl unter den Space Marines. Es kombiniert schreckliche Kraft mit großer Geschwindigkeit. X zum Angreifen, Y zum Lähmen. Eine vollständige Liste der Angriffe findet sich im Kampfsteuerungsbildschirm. Ah, okay, gut. Wir haben jetzt modifizierte. Hier durch. Wir werden das gleich einmal ausprobieren. Komm. Leute, gebt euch das Ding. Das kann ja nicht sein. Na komm. Ist das heftig? Wow. Also schon lange nicht mehr so ein blutiges Spiel gespielt. Habt ihr das gesehen? Ich bin hin und weg. Also das erste Game, wo es so blutig zugeht und ich dennoch lachen muss dabei. Oh oh. Gebt euch dieses
Kampfmesser. Dort ist ein Kopf. Bereit machen für Ohrkampfbild. Haha, was heißt da bereit machen? Tötet sie! Ich glaube, ich schalte mal um auf unsere Pumpe. Ja. Die geht da ein wenig besser. Wo sind denn die Jungs alle? Oh ja. Tötet das Space Marines! Zerschlagt das Space Marines! Ich brauch mehr Männer! Unten nachladen. Und wir sind da echt in einer verzwickten Position. Guck mal, wie oh, wir haben schon wieder geschafft. Squick? Oh. Das gibt es doch nicht. Stirb, du Teufel. Du kleiner Teufel. Ja, ja, Außenposten Delta, wir sind hier, Außenposten Delta, pipapo. Ah, wir werden da die andere Mumm nehmen. Das gibt's doch nicht, das muss doch zum Zerstören sein. Ja, genau. Da gibt's eine Schreierei permanent. Wir holen uns das Ding da hinten, ja? Nun, gut. Brauchen wir auch. Wir haben da 266. So, Jungs, stehen wir da jetzt irgendwie auf dem Servierblatt? Ja, klar. Da Munitionskisten, nichts für uns. Dann laufen wir mal schnell weiter. Aha. Das ist ein Sprengheinzi. Es gibt immer wieder solche Figuren, die sich selbst in die Luft jagen. Das kann doch nicht sein. Oh, schon wieder. Ja, genau. Ja, niemanden. Granaten. Mit Linksback. Oh, Granatengeschmissen. Ah, nicht vergessen. Explosion. Das Ufer. Nachladen. Munition. Mund. Granaten. Oh. Ich glaub's nicht, Leute. Oh oh. Wo ist denn der?
Komm her zu mir. Landungsschiff im Anflug! Ich brauche noch Munition. Da gibt's keine Mumm mehr. Fuck. So, den hole ich mir jetzt persönlich. Was ist es? Seht ihr, was der da mit mir macht? Aber jetzt schnell weg hier. Was tue ich mit dem? Wo ist er? Space Marines, vielen Dank. Wir dachten, wir wären erledigt. Wo ist der Kommandant, Soldat? Drinnen, aber die Tür ist zu. Die lassen uns bestimmt durch. Imperiale Armee, wir sind Ultramarines. Öffnen Sie die Tür. 1, 2, 3, 4. Okay, Leute. Dieser böse. Drücken Sie uns. Y. Ja, ja, Papu. Was ist denn mit dem da? Der hätte mich fast gekillt und ich habe kein Medipack. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, dass wir hier einen Schnitt machen. Und dann schauen wir da weiter, okay? Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zumindest so viel wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euer Toso. Ciao.